Hallo, liebe Dartsportfreunde. Ja, ich baue mir ein faltbares Oki. Heute war bei mir Do-it-yourself-Tag, deswegen erlebt ihr mich hier auch aus vielleicht etwas ungewohnter Perspektive, denn ich habe jetzt ein bisschen geschuftet und gebastelt und denke, damit kann ich jetzt mal anfangen, euch meine Idee zu präsentieren, wie sie letzten Endes funktionieren soll, und dachte, ich mache das dann vielleicht so als kleine Serie, denn ihr habt womöglich auch Interesse daran. Ich meine, jetzt kommt die Herbst- und die Winterzeit, man ist wieder mehr drin, da hat man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit oder auch Lust, mal ein bisschen selber was zu machen. Das hier hinter mir ist schon die fertige Konsole, in die dann das faltbare Oki verschwindet. Wenn ich also nicht mehr darte, dann habe ich hier im Wohnzimmer komplett Freiraum, da ist nichts, worüber man stolpert, nichts ist im Weg. Und wenn ich aber Lust habe zu trainieren und zu spielen, dann klappe ich innerhalb von wenigen Sekunden mein Oki aus und alles ist auf Perfektabstand 2,37 Meter. Denn da hatte ich vor kurzem gerade so einen kleinen Austausch mit dem Dominik vom Kanal Dartspeak. Wenn ihr den noch nicht kennt, checkt den unbedingt mal ab, lasst gerne ein Abo da, der macht auch wirklich schönen, interessanten Content. Und da ging es auch um so Oki und Oki-Bau und was man machen könnte. Und ich habe da schon seit 1,5, 2 Jahren eine Skizze mal gemacht, dann mir Teile bestellt und immer wieder, ihr kennt das, das sind so Projekte, da machst du mal ein bisschen, dann fehlt dir ein bisschen die Lust oder dann fehlen dir ein paar Ideen und dann dauert es halt immer ein bisschen. Und Dominik hat mich jetzt gerade wieder dazu angeregt, das doch einfach mal durchzuziehen. Und dann dachte ich mir, hey, warum nicht so weit erstmal in den Zustand bringen, dass ich euch die Idee zeigen kann und wie sie funktioniert. Und wenn es für euch auch interessant ist, dachte ich mir, mache ich dann einen zweiten Teil, wo ich detailliert auf die Teile zum Beispiel eingehe. Was habe ich da verbaut? Wie habe ich das verbaut? Was hat das Ganze gekostet? Und wer weiß, vielleicht ergibt sich durch euer Feedback und eure Anregung, weil ich mache mit Sicherheit auch Fehler beim Bauen und darum soll es ja auch gehen, dann zeige ich das halt einfach mal, was meiner Meinung nach irgendwie falsch lief oder was man hätte besser machen können. Und so entsteht, denke ich mal, einfach auch eine schöne Bauanleitung, nach der dann jeder, wenn er Bock hat, sich selbst so ein faltbares Oki ebenso bauen kann. Kurzes Intro und dann zeige ich euch, wie die Sache bei mir funktioniert. Zeige ich euch erstmal, wie bei mir das Ganze aussieht. Hier vorne habe ich mein Oki, dann habe ich hier meinen Darts-Teppich. Soweit sieht es erstmal alles ganz normal und jetzt nicht besonders aus. Und dann habe ich hier eine Konsole gebaut und auf der Konsole, na klar, da hat man so seine Darts, eine kleine Ablage. Ich habe für mich dann in die Konsole hier direkt nochmal eine Steckdose eingebaut, dass man da Strom ziehen kann, entweder für halt ja normales Licht oder was auch immer. Oder auch hier ein USB-Port, der jetzt aktuell die Illumina Lite versorgt. Die hat ja einen USB-Anschluss, kann aber genauso gut auch für Handy oder Tablet sein, wenn man hier eine Bordanlage machen möchte. Also soweit erstmal, denke ich mal, nichts Besonderes, außer vielleicht eine Konsole, die ganz praktisch ist. Aber was ist denn jetzt hier das Geheimnis? Das Oki habe ich zum Beispiel hier wiederverwendet. Wenn ihr das Review-Video gesehen habt zu der neuen 180 Darts-Matte, dann habe ich ja meinen Royal Darts-Teppich ja ausgetauscht, aber nicht weggeworfen. Der hat jetzt hier nochmal seinen zweiten Einsatzzweck bekommen, weil ich finde, man muss nicht immer Dinge wegschmeißen, die man auch ganz gut wieder oder weiterverwenden kann. So geschehen zum Beispiel mit dem Oki. Das habe ich jetzt aber für mich so verändert, dass das jetzt einfach magnetisch ist. Da habe ich mit dem Dremel mir einfach drei Magnete eingelassen, das abgemessen. Und das Schöne ist, dass das einfach zack direkt in Position rutscht, muss ich mich nicht drum kümmern, aber das zeigt dann auch so ein bisschen, was ist jetzt hier die Besonderheit an diesem dreiteiligen Oki. Zum einen, ich habe hier mitteldichte Faserplatte verwendet, die schwarz durchgefärbt ist. Das Ganze ist 1 Zentimeter dick. Das Gute daran ist schon mal, diese Platten sind haltbar, aber auch flexibel genug, um da drauf zu laufen und um die Dinger so miteinander zu verbinden, dass sie eben insgesamt hier dieses lange Oki ergeben. Und das Ganze funktioniert dann ziemlich einfach, wenn man fertig ist mit Daten und aufräumen will, klappt man eigentlich nur die Segmente ein, einmal, zweimal und dann kommt das Ganze hoch zur Konsole.
Und dann nehme ich euch mal wieder näher ran, denn so sieht das aus. Ganz normale Konsole. Da sind jetzt meine Segmente drin verschwunden. Also eigentlich wie eine ganz normale Wandkonsole. Die hält hier innen drin mit Magnetschnepper. Das klappt auch ganz gut, habe ich festgestellt. Aber Sicherheit geht vor. Ich habe hier an der Seite nochmal so einen Haken zum Einhängen, dass da auch nichts, wie auch immer, auseinanderfallen oder nach unten klappern kann. Könnte sonst ziemlich laut werden. Und ansonsten ist halt hier jetzt nichts mehr im Weg. Ab sofort ist das wieder ein ganz normales Wohnzimmer mit glattem Laminatboden. Na und bekomme ich gerade wieder Lust zu darten, dann gehe ich hier an meine Konsole, nehme mir meine Darts und mache das Ganze halt wieder umgekehrt. Ich löse hier meinen Sicherheitshaken, meine Konsole rausklappen und wenn ich das jetzt mal hier so halte, ich hoffe man kann es sehen, das hier sind die Magnetschnepper, also zwei Halteplatten und kann man hier drunter gucken. Das ist jetzt alles noch ein bisschen provisorisch gemacht, aber deswegen sage ich ja in den nächsten Teilen. Vielleicht habt ihr da auch eine Idee oder Anregung. Ich habe hier unten noch ein kleines Licht, weil die Steckdose, die ich hier oben eingelassen habe, das ist ja so eine Tischsteckdose. Wenn man aber mal mehr Strom oder Stecker brauchen sollte, und es soll ja hier oben möglichst clean aussehen, dachte ich mir, ist nicht verkehrt, hier unten noch mal eine Dreiersteckdose zu haben und weitere zwei USB-Ports. Vielleicht will man ja später nochmal ein Tablet oder irgendwas dran stöpseln, plus ein Ringlicht und, und. So, und hier drunter sind auch die Gegenstücke von den Magnethalteplatten. Das sind so bewegliche von Schränken. Und wenn ich dann eben das Ding hier einfach so gegenballere, also Kamera halten und das Ding ist ein bisschen schwierig, aber ihr versteht das Prinzip, dann schnappt das halt ein und alles ist gut. Und ansonsten lasse ich jetzt die Segmente einfach ab und das geht mit zwei Händen einfach besser. Jetzt liegt das erste Segment und Moment, ich muss kurz zurück. So geht das vielleicht besser. Dann nehme ich mir mein zweites Segment, klappe das jetzt einfach um. Zack. Und ihr seht schon, jetzt ist nur noch das dritte Segment. Also Kamera noch mal ein Stückchen zurück. So. Und dann nehme ich mir das hier und klappe das genauso um. So, und alles was jetzt fehlt, ist mein Oki. Das habe ich wo jetzt liegen? Hier vorne. Jawohl, ich sagte ja, magnetisches Oki. Das brauche ich hier einfach nur drauf wapsen. Zack, durch die Magnete ist das automatisch immer in Position. Na und schon kann es losgehen. So, und wie kriege ich den richtigen Abstand zum Oki? Also, ich habe ja gesagt, ich arbeite hier mit im Prinzip flexiblen Elementen. Deswegen habe ich hier auch diesen mittleren Teppich noch nicht festgemacht. Das kommt dann später nochmal. Aber so kann ich es euch dann auch nochmal zeigen im nächsten Teil, wie genau die Gelenke und so weiter funktionieren. Aber das ist das Grundprinzip. Hier kann ich es schon mal sehr schön zeigen. Was ich verwende, sind solche Gewebe- oder Nylonbänder. Kennt ihr auch als Zoogurte, wie auch immer. Die gibt es preiswert und in breit. Das sind jetzt hier 5 oder 6 cm. Und die habe ich mit einem Lötkolben immer im Abstand von 10 mm durchstochen. Das ist dann fest genug. Und dann habe ich da eine Senkhülse eingelassen, dass halt die Unterseite, da wo es auf dem Boden liegt, ich auf jeden Fall einen glatten Untergrund habe, also dass da die Schraube nicht schuppert oder ja den Boden kaputt macht, also sich da reindrücken kann. Und jetzt habe ich hier ein ganz normales Brett natürlich mit einer Reihe angeschraubt. Und wenn ich jetzt meine Segmente auslege, dann muss ich die eigentlich nur einmal maximal hier ausziehen und kann dann Stück für Stück, also Zentimeter für Zentimeter, mir das so ja festschrauben, diese Segmente, dass der Abstand hinten dann immer passt. Und gleichermaßen können dann die Segmente eben genau hier auf diesem Boden aufliegen. Der ist dann hier in diesem Konsolenkasten, verschwinden die letzten Endes. Die haben ja zusammen dann eine gewisse Dicke. Und so sieht es dann halt aus wie eine Konsole. Und die habe ich hier oben soweit nochmal dann verstärkt und mit ein bzw. zwei Schrauben auf der anderen Seite auch einmal in der Wand befestigt natürlich, dass das Ganze soweit fest genug ist. Dann habe ich das untere Brett hier mit den Außenkonsolenwänden über solche Winkel von innen verbunden. Einfach, weil ich jetzt nicht nochmal extra irgendwas im Wand oder im Boden befestigen wollte. Also aktuell sind das zwei Schrauben, die die ganze Konsole und damit Konstruktion an der Wand halten. Und damit ist ja die Grundplatte hier fest. Wie gesagt, vom Abstand einmal ausgerichtet, dass das hier passt. Und dann einfach nur noch auslegen und ein- und ausklappen.
Und das war jetzt mal ein kurzer, vielleicht ungewohnter Beitrag, wie ihr ihn sonst von mir kennt, zu meinem Olli baut sich ein faltbares Oki-Projekt. Vielleicht habt ihr auch Lust darauf bekommen. Wie gesagt, das war jetzt erstmal so kurz und knapp die Idee erklärt und wie ich es grob realisiert habe, also wie das Ganze bei mir funktioniert. Ich bin noch im Bau, das ist noch nicht fertig, aber ich dachte, ich hole euch da schon mal ab. Und vielleicht habt ihr auch Anregungen, selber schon mal was Ähnliches gebaut. Ich sage ja, hier und da macht man bestimmt auch Baufehler oder weiß es einfach nicht besser und wird es dann beim nächsten Mal gleich anders machen. Dann lasst sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail an ollistartgarage@gmail.com. Zeigt mir da gerne eure Fotos, ich stelle auch gerne eure Projekte dann vor. Und hier wird es, wie gesagt, jetzt erstmal eine Serie. Teil 1 ist erstmal die Idee hier vorstellen und wie das bei mir so grob funktioniert und wie es aussieht. Es ist noch nicht fertig, also kann ich euch auch zeigen, welche Fehler habe ich im Bau gemacht. Beim nächsten Mal gibt es dann eine detaillierte Teileliste, welche Maße habe ich verwendet, auch nochmal die ganzen Materialien, also was es auch braucht an auch Werkzeug, wenn es sein soll. Und dann dachte ich, mache ich vielleicht so ein kleines Praxisvideo, wie ich das Ganze hier zusammengebaut habe. Ja, und ich sage ja, welche Hürden es da so geben kann oder welche Fehler ich gemacht habe oder warum ich mir das eine so und nicht so gedacht habe. Und da das im Prinzip ja ein modulares System ist, ist klar, da kann dann auch nochmal eine Beleuchtung rein oder wenn es zugeklappt ist, die Konsole könnte zum Beispiel nochmal ein Logo oder was auch immer zeigen, was auch nochmal einen Effekt hat. Ich mache ja gerne 3D-Druck, das heißt, ich kann mir ja auch nochmal Einlagen machen für 3D-gedruckte Dartständer und. Womöglich habt ihr da auch nochmal interessante Anregungen, deswegen sage ich ja, ich wollte es einfach euch schon mal zeigen und bin gespannt, wie eure Kommentare ausfallen und was ihr vielleicht sogar für Ideen mit einbringt. Dann wird das so eine Art gemeinsames, wir bauen uns ein faltbares Oki-Projekt. Würde mich freuen, ich mache dann die Teilliste und einen Bauplan und dann kann man es ja allen zur Verfügung stellen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli. We'll be right back.